Das Gegenstück zur additiven Fertigung, die wir uns im vorherigen Video angeschaut haben, ist die subtraktive Fertigung. Dabei wird Material subtrahiert, also weggenommen oder auseinandergetrennt. Wie im einleitenden Video bereits erwähnt, werden bei der subtraktiven Fertigung feste Rohmaterialien, wie zum Beispiel ein Block oder eine Platte aus Holz, durch das Abtragen von Material mit geeigneten Werkzeugen bearbeitet. Bekannte Technologien aus diesem Bereich sind beispielsweise die CNC-Bearbeitung als spanabhebende Fertigung oder die Laserbehandlung als thermisches Trennverfahren. Nochmal zur Erinnerung, die Bezeichnung CNC steht für Computerized Numerical Control und bedeutet, dass die Maschinen nicht von Hand, sondern computerunterstützt gesteuert werden. Wir werden uns in diesem Video die Laserbearbeitung anhand eines Lasercutters und die Folienbearbeitung mit einem Vinylcutter genauer ansehen und darauf eingehen, wie diese Technologien in der Maker Education eingesetzt werden können. Wie wir bereits wissen, steht in der Digital Fabrication immer das Erstellen eines Designs am Computer an erster Stelle. Also werfen wir einen genaueren Blick auf das Erstellen von Vektorgrafiken, die besonders bei zweidimensional arbeitenden Fertigungstechnologien wie der Laserbearbeitung Anwendung finden. Will man mit dem Lasercutter ein dreidimensionales Objekt herstellen, sind zuvor zusätzliche Überlegungen notwendig. Denn das dreidimensionale Objekt muss in zweidimensionale Bauteile zerlegt werden, ähnlich wie beim Backen eines Lebkuchenhauses. Durch das Einplanen von Steckverbindungen können die flachen Teile nach dem Cutten zu einem dreidimensionalen Objekt zusammengesetzt werden. Solche Projekte erfordern und fördern damit das räumliche Vorstellungsvermögen. Hat man sich überlegt, wie man das Objekt aus zweidimensionalen Teilen zusammensetzen kann, geht es an das Erstellen der Vektorgrafik. Eine Vektorgrafik ist im Gegensatz zu einer Pixelgrafik nicht aus einzelnen Bildpunkten, also Pixeln, aufgebaut. Vektorgrafiken basieren auf sogenannten grafischen Primitiven, wie Farben, Formen, Kurven oder Linien. Der große Vorteil daran ist, dass sie dadurch ohne Qualitätsverlust beliebig skaliert, also vergrößert oder verkleinert werden können. Die gängigen Dateiformate für Vektorgrafiken sind SVG und EPS. Für das Erstellen von Vektorgrafiken gibt es viele verschiedene Computerprogramme. Einen besonders niederschwelligen Zugang für Anfänger und Kinder bietet Vectre.com. Damit können Vektorgrafiken direkt im Webbrowser auf eine sehr einfache und intuitive Art und Weise erstellt und als SVG-Datei gespeichert und heruntergeladen werden. Im Profibereich werden meist kostenpflichtige Softwarepakete mit umfangreichen Features und Tools eingesetzt. Praktischerweise gibt es auch gute kostenlose Lösungen, die einen ähnlichen Funktionsumfang wie die kostenpflichtigen Versionen bieten. GIMP zum Beispiel ist ein Bildbearbeitungsprogramm, das heißt, es arbeitet grundsätzlich mit Pixeldateien. Man kann damit aber auch Bilder in Vektorgrafiken umwandeln. Auf der englischen Webseite und einer eigenen Wiki-Seite werden viele Infos und Tutorials zu den Funktionen von GIMP zur Verfügung gestellt. Es gibt auch ein Benutzerhandbuch in deutscher Sprache. Inkscape ist ein Zeichenprogramm und damit speziell für das Erstellen von Vektorgrafiken gemacht.
Auch hier gibt es viele Informationen und Tutorials auf der Webseite zu finden. Will man also eine neue Vektorgrafik erstellen, dann verwendet man am besten Zeichenprogramme wie Vectro oder Inkscape. Wenn man ein bestehendes Bild in eine Vektorgrafik umwandeln möchte, benötigt man dazu ein Bildbearbeitungsprogramm wie GIMP oder ein anderes Software-Tool für diesen Zweck. Einen spannenden Zugang über die Programmierung mit einer blockbasierten Programmiersprache ermöglicht die Online-Plattform und Entwicklungsumgebung von Turtle Stitch, die primär dazu verwendet werden kann, um Stickmuster für die programmierbare Stickmaschine zu erstellen. Die fertigen Muster können aber auch als Vektorgrafik im Dateiformat SVG gespeichert und damit auch vom Lasercutter oder Vinylcutter auf beispielsweise Holz oder Folie übertragen werden. Nachdem die Vektorgrafik erstellt wurde, wird sie mit der CRM-Software des Laser- oder Vinylcutters geöffnet und für das Cutten vorbereitet. Gleichzeitig muss auch bei diesem Verfahren das Gerät und das jeweilige Material vorbereitet und eingespannt werden. Dann kann der Schneideprozess gestartet und gespannt beobachtet werden. Aufgrund der Brandgefahr beim Einsatz von Lasercuttern ist es wichtig, dass man diese nie unbeaufsichtigt arbeiten lässt. Der Lasercutter arbeitet, wie der Name schon sagt, mit einer Laserquelle. Abhängig vom Material und je nach eingestellter Laserstärke wird das zu bearbeitende Material markiert, flächig graviert oder auch komplett durchgeschnitten. Die dreidimensionale Laserbearbeitung findet hauptsächlich in der Industrie ihre Anwendung. In unserem Kurs beschränken wir uns auf Lasersysteme, die zweidimensional arbeiten, also auf einer Ebene begrenzt sind. Hier bewegt sich der Laserstrahl also entlang der X- und Y-Achse. Je nach Einstellung und Art des Materials können die bearbeitenden Bereiche dunkel werden, was als Gestaltungsmittel eingesetzt werden kann. Beim Markieren wird der Laser nur schwach eingestellt, sodass er nur in die oberste Schicht des Materials eindringt. Dadurch können feine Linien gezeichnet werden. Beim Gravieren ist der Laser wie auch beim Markieren nur schwach eingestellt, sodass er nur die oberste Schicht abträgt. Der Unterschied ist, dass er flächige Bereiche bearbeitet, indem er zeilenweise die vorgegebene Form abfährt. Diese Arbeitsweise kann mit der eines Tintenstrahldruckers verglichen werden. Das Schneiden funktioniert auch wie das Markieren entlang einer vorgegebenen Linie. Der Laser wird dafür so stark eingestellt, dass er das Material komplett durchtrennt. Ein interessanter Aspekt am Lasercutten ist die Tatsache, dass man durch das Schneiden von planaren Materialien, also zum Beispiel einer Holzplatte, die man im Nachhinein zusammensetzt, dreidimensionale Objekte herstellen kann. Es können also auch mit subtraktiven Verfahren dreidimensionale Objekte erzeugt werden. Als Ausgangsmaterial werden flache Platten aus unterschiedlichen Materialien verwendet. Wie dick die Platten sein können, um sie noch vollständig mit dem Laser durchschneiden zu können, hängt von der Art des Materials und der Stärke des Lasers ab. Gängige Materialien zum Lasercutten sind zum Beispiel Holz, Papier, Karton oder Kunststoff. Es können aber auch Metalle, verschiedene Textilien oder organisches Material wie Kork oder Leder bearbeitet werden. Besondere Vorsicht ist bei Materialien mit bestimmten Inhaltsstoffen, bei deren Bearbeitung mit dem Laser gefährliche Gase entstehen können, geboten. Das ist zum Beispiel bei Vinyl, PVC oder Epoxyharz der Fall. Diese Materialien dürfen unter keinen Umständen mit dem Laser bearbeitet werden. Leistungsstarke Lasercutter mit einer guten Absauganlage für Laserrauch und Laserstaub sind sehr teuer in der Anschaffung und kosten je nach Größe und Einsatzzweck 4.000 bis 5.000 Euro aufwärts. Sogenannte Lasergravurmaschinen sind jedoch schon für mehrere hundert Euro erhältlich. Diese sind aber nur für den Hobbybereich geeignet und der Laser ist sehr schwach. Kommen wir nun zum Vinylcutter oder zu Deutsch dem Vinylschneider. Dieser gehört zu den Schneideplottern. Plotter sind eine Art große Drucker, die Vektorgrafiken wie zum Beispiel Baupläne zeichnen können.
Schneideplotter besitzen statt einem Stift ein Messer, mit dem sie die Konturen der Vektorgrafiken schneiden. Der Vinylcutter arbeitet mit speziellen selbstklebenden Folien, die zum Beispiel für Sticker, Schilder oder Wandtattoos verwendet werden können. Das Besondere ist, dass der Vinylcutter nur die Vinylschicht der Folie schneidet und nicht die darunterliegende Trägerfolie. Das Messer bewegt sich dabei von Seite zu Seite und dreht sich entsprechend der Schnittlinie, während die Vinylfolie vor- und zurück bewegt wird. Das Ergebnis ist dann ein in die Folie geschnittenes Bild, das im Anschluss entgittert wird. Das bedeutet, dass die überschüssigen Teile mit kleinen Spateln oder Pinzetten von Hand entfernt werden müssen. Dann kann das Motiv mit Hilfe einer Transferfolie am gewünschten Ort angebracht werden. Für Textilien gibt es eigene Folien, die nach dem Schneiden und Entgittern mit einer Bügelpresse auf den Stoff, also zum Beispiel ein T-Shirt, aufgebracht werden können. Der Einsatz von Laser- und Vinylcuttern und die damit verbundene Materialvielfalt bieten nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, sowohl in der zweidimensionalen als auch in der dreidimensionalen Ebene kreativ zu sein. Typisch für den Einsatz des Lasercutters ist die Konstruktion von dreidimensionalen Objekten aus festem Karton, Holz oder Acrylglas. So entstehen zum Beispiel Architekturmodelle, Verpackungen oder maßgeschneiderte Utensilien für verschiedene Zwecke. Den Laser- oder auch Vinylcutter kann man beispielsweise auch sehr gut für die Kirigami-Technik verwenden. Dabei werden in Papier Linien und Formen geschnitten und diese anschließend aufgeklappt oder gefaltet. Dadurch entstehen spannende Muster und dreidimensionale Konstruktionen. Spannend ist auch das Gravieren und Schneiden von Textilien mit dem Lasercutter. Vor allem dickere Stoffe oder Filz eignen sich gut dafür. Wie auch im Video zum 3D-Druck erwähnt, ist aus pädagogisch-didaktischer Sicht besonders darauf zu achten, dass sich die Schülerinnen und Schüler mit komplexeren Aufgabenstellungen auseinandersetzen. Besonders im Zusammenhang mit Vektorgrafiken bietet es sich an, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Grafiken auch selbst zeichnen. Das kann zuerst als Skizze auf Papier passieren, die dann mit einer geeigneten Software digitalisiert werden muss. Auf diese Art und Weise können Anwendungskompetenzen im Zusammenhang mit Zeichenprogrammen erworben werden. Vektorgrafiken können natürlich auch ganz einfach über das Web gesucht und heruntergeladen werden. Hier sollte dann zumindest angestrebt werden, dass eine bestimmte übergeordnete Aufgabenstellung erfüllt werden muss, damit die Erstellung von einfachen, personalisierten Designs nicht zu sehr in den Fokus rückt. Das kann beispielsweise die Gestaltung eines Logos für eine bestimmte Veranstaltung sein. Hier müssen sich die Schülerinnen und Schüler dann auch mit den Aspekten der Mediengestaltung auseinandersetzen und sind auf das Feedback von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern angewiesen.